Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Schatzsuche. Es weht heute ein eisiger Wind, deswegen auch hier die Vermummung. Und habe eine tolle Genehmigung bekommen. Die ist hier direkt an der Ortschaft dran. Super. Ich zeige es euch gleich. Und die suchen wir heute ab. Viel Spaß und los geht's. Eine Schnalle. Schnurzwickelt. Nur hin. Immer noch sehr stürmisch. Nächster Fund. Das ist glaube ich nichts Älteres. Ja. Schrotgewehr. Zündkapsel. Ja. Eine. Hier. Noch eine klasse Uhr. Die Stelle nochmal drüber geschwenkt und meine vergessen. Noch eine mehr. Das ist ein bisschen beschädigt. Egal, super. Nummer 3. Direkt daneben noch mal eine. Das ist echt ein Hortfund. Klasse. Ja, vielleicht werden sie noch mehr. Das sind schon 4. 10 Zähne wieder daneben. Nummer 5. Ein super Beispiel für Camouflage. Ich habe hier ein Signal, weil ich nichts ausblende. Und es war im oberen Bereich ein Kronkorken. Den habe ich gefunden. Drunter, hier, liegt dann die Münze. Mal rausholen, Augenblick. Ja, bei den 10 Pfennig aus der Bundesrepublik ist eh so hoher Eisenanteil und die findet man ansonsten nicht. Also je mehr man diskriminiert und ausblendet, desto gefährlicher ist auch die hier. Glaube ich, schon wieder eine Münze. Hier. Schätze, aber die ist nicht so alt. Was ist das hier? Oh, okay.
50 Pfennig. Wunderbar. Super. Nasendeckel. Nasenring. So, der nächste Fund. Bisschen Knopf. So, der nächste Fund. Wieder ein schöner Schild. Scheibenknopf. Aus Bronze. Da fehlt die Öse. Aber egal. Super Fund. Das ist ein Vogelring. Klaro. Es war zwar sehr windig heute und kalt, aber es hat sich gelohnt. Na, super Münzen, Harzfund. Ich bin auch sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Na, kommt gut ins neue Jahr rein. Macht's gut. Vielleicht sehen wir uns im nächsten. Würde mich sehr freuen. Servus.